Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Space Engineers und heute werden wir unseren Hangar noch ein wenig pimpen. Ich habe in der Zwischenzeit schon ein paar weitere Blöcke platziert. Man sieht das hier, ich habe das Ganze ein bisschen breiter gebaut. Also wir haben quasi jetzt keine einen Block Dicke mehr, sondern drei Blöcke. Das sieht alles ein bisschen stabiler aus und ich denke, das kann man so machen. Auch hier oben an der Decke habe ich das genauso getan. Und überall, wo hier so eine Lampe hängt, würde ich ganz gerne einen so einen Stützpfeiler, sag ich mal, nach unten bauen. So ähnlich wie hier auch. Und hier alles, was jetzt dahinter ist, an Schräge, das bauen wir nachher gerade. Dann sieht das nicht mehr so strange aus. Und ich denke, das kriegen wir hin. Hier vorne bei den Frachtcontainern habe ich noch so eine Ecke reingebaut. Das sieht eigentlich irgendwie ganz cool aus, finde ich. Und vor allem nicht mehr so, ja, nicht mehr so sehr eckig. Also nicht so viereckig, meine ich. Also ich denke, das geht. Allerdings, bevor wir jetzt hier mit den Stützpfeilern anfangen, möchte ich nochmal so ein bisschen mit dem Licht experimentieren. Da hatte ich ja neulich die Idee, dass wir hier vielleicht blaues Licht einbauen. Was macht es? Es leuchtet blau, genau. Und das machen wir jetzt auch mal. Und ich glaube, das war Innenbeleuchtung, ne? Genau hier. Scheinwerfer brauchen wir erstmal nicht. Sie kommen später wieder bei dem kleinen Hangar zum Einsatz. Auch da müssen wir nochmal bei. Und jetzt gucken wir mal, wo wir da am besten anfangen. Jetzt hier. Achso, übrigens. Sehr komischer Fakt, ich kann hier keinen Block platzieren. Hier oben geht's, auf der anderen Seite funktioniert das auch, aber ich kann hier in dieser Ecke unten keinen Block platzieren. Ich habe das schon abgerissen und wieder neu hingebaut, geht nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, das ist alles Kleinkram. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. So, aber Fakt ist, wir machen jetzt hier einfach mal 1, 2, 3 und nehmen dann die Nummer 4. Wobei, wir können auch 3 nehmen, dann ist er über diesem Ausgang. Das ist auch cool, machen wir. Jetzt brauchen wir Herstellungskomponenten, weil die habe ich nämlich noch nicht dabei, soweit ich weiß. Genau, Stahl haben wir dabei, die fehlen noch. Ja, sollte reichen, die brauchen ja eh nur einen, ne? So, das Ganze ist jetzt weiß, werden wir aber demnächst ändern und ich denke mal, dass wir dann das Spiel auch nochmal neu starten müssen, beziehungsweise die Welt nochmal neu betreten müssen, damit er das Licht richtig berechnet. Auch das scheint in dieser, ja wobei, das geht schon besser. Also in der Develop-Version scheint hier schon was gefixt worden zu sein, in der alten Version noch nicht. Okay, gut, nice to know. Dann machen wir das hier hinten auch so, dass es einigermaßen gleichmäßig verteilt ist. Also im Prinzip hier, glaube ich, ne? Ja, ich denke schon. Ja, doch, es strahlt tatsächlich ab, ohne dass wir neu starten müssen. Coole Sache. Also auch da sind die Entwickler fleißig dabei, das Ganze ein bisschen zu pimpen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nice Sache. So, 1, 2, 3 und dann machen wir hier die Nummer 4. Und dann gucken wir mal, wo wir nachher rauskommen. Ich denke nicht, dass es genau symmetrisch ist. Mal gucken, weil ist ja egal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und dann der vierte. Und 1, 2, 3. Lol. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Man kann ja auch mal Glück haben. Gut, dann bauen wir die eben fertig und stellen... Hä? Achso. Und stellen dann das Licht quasi... wo ist denn der nächste? Ich sehe... Ach, da... auf blau ein, wollte ich sagen. Ist gar nicht so leicht mit dem Anvisieren. Also, was das Anvisieren von Blöcken und Objekten angeht, da muss auf jeden Fall nochmal nachgearbeitet werden, weil das ist manchmal echt komisch. So, ist aber nicht so wild. Wir gehen jetzt mal hier an die Konsole ran. Und jetzt haben wir hier die Innenbeleuchtung. Genau, das müssten die alle sein. So, Farbe rot nehmen wir raus, grün nehmen wir raus. Dann haben wir hier blau. Intensität drehen wir mal hoch auf dry. Das ist eigentlich ganz cool. Aber man muss hier an dieser Stelle sagen, dass sie nicht viel Licht machen. Ich werde trotzdem nochmal eben kurz dieses Spiel neu betreten, um zu gucken, ob es hier vielleicht irgendeine Änderung ergibt. Und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und, ach so, er lädt noch die Welt gerade. Okay. Ja, Licht ist so eine Geschichte noch bei dem Spiel, aber es hat sich hier nicht viel getan. Übrigens, wir haben das hier gerade schon gesehen, hier... Ich habe noch ein bisschen Uran gefarmt und wir sehen schon, was in diesem Vorkommen noch drin ist, nämlich nochmal Gold. Das war sehr cool. Finde ich geil. Jetzt haben wir Gold sogar in 1,7 Kilometer Entfernung und nicht irgendwo anders bei 5 oder so, keine Ahnung. Irgendwo war noch Gold. Ist aber nicht so wild, wir haben jetzt da auch nochmal Gold. Ja, coole Sache. Wie könnten wir das hier noch ein bisschen blauer gestalten? Ich meine, an sich muss da nicht viel Licht hin. Ich gehe nochmal in die Dingens rein. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was... tun. Ja, das mit dem Licht ist immer so eine Rumexperimentiersache, würde ich sagen. Vielleicht erhöhen wir den Radius einfach ein bisschen. Ja, guck mal an. Guck an. Und die Intensität auf 4.
Guck mal, das sieht doch schon wieder interessant aus hier. Jetzt so von hier kommen. Ist das, glaube ich, eine coole Sache. Aber ich werde nochmal eben was tun. Und jetzt ist es eigentlich ganz cool, dass wir hier in dieser einen Ecke keinen Block platzieren konnten. Warte mal, vielleicht geht das ja jetzt. Nee, geht auch nicht nach einem Reset, okay. Aber halb so wild. Ich werde hier auch nochmal Licht einbauen. Na komm. Und ich tendiere dazu, dass wir eventuell die Beleuchtungsgeschichten auch in verschiedene Gruppen unterteilen, weil wir sonst nachher einfach gar nicht mehr durchsehen, weil hier kommt noch viel Licht rein. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. So, dann brauchen wir wieder eine Konsole. Müsste ja jetzt, genau, 6 und 7 sein, perfekt. Dann nehmen wir hier Rot wieder raus, Grün wieder raus. Was hatte ich denn in den Radius? Auf 8 Meter haben wir den gestellt, okay. Und dann tun wir das hier genauso. Und die Intensität war, glaube ich, auf 4, ne, oder? Oder hatten wir die maximiert? Ne, war auf 4, okay, alles klar. Dann haben wir das jetzt da genauso. Dann sieht das hier einigermaßen gleichmäßig beleuchtet aus. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht noch weiter ausprobieren würde. Sorry, muss aber sein. Denn wir gucken mal, was wir hier alles rausholen können. Und zwar werde ich mal den Radius maximieren auf 10 Meter. Oh, guck an. Und die Intensität mal eben auf 5 drehen. Wir testen das Maximum mal eben aus. Und ich glaube, das kommt besser. Ja, machen wir so. Gut. Und bevor wir das jetzt vergessen, werde ich mal eben schnell hier die Innenbeleuchtung, die wir jetzt gerade gebaut haben, in eine Gruppe schmeißen. Nämlich Hangar, Frachtraum vielleicht? Oh. Frachtraum. So rum, genau. Hangar, Frachtraum. Dann haben wir das auch. Dann haben wir noch die Scheinwerfer. Genau, das sind diese hier. Das ist die Hangar Hauptbeleuchtung, würde ich sagen. Zack, dann haben wir das nämlich auch. Und dann sehen wir nachher besser durch, welches zu welchem gehört und können dann dementsprechend gucken, ja, welche wir noch einstellen müssen und welche nicht. Gut, das wäre das erste gewesen und es sind schon wieder 8 Minuten rum, krass. Naja, ohne Schnitt halt, aber das ist nicht so schlimm. Dann noch eine Geschichte, diese Säulen hier, die kommen jetzt erstmal wieder weg, weil die habe ich, oder die machen hier noch keinen Sinn, glaube ich. Oh, huch. Oh, ich habe, glaube ich, keinen Platz mehr im Inventar. Ich bring mal kurz was weg. Ich habe mich neulich übrigens, glaube ich, im Datum irgendwie vertan. Ich war irgendwie schon in der Zukunft gewesen, aber das haut natürlich nicht hin. Naja, macht nichts. Aber Fakt ist, dass wir am Freitag auf jeden Fall wieder streamen werden, denn wir haben da noch ein bisschen was zu tun, glaube ich. Auch hier der ganze Bereich muss natürlich noch ausgeleuchtet werden, aber hier werden wir noch einige Blöcke stapeln müssen. Aber ich denke, das ist nicht so wild. So, dann haben wir das. Gut. Ich denke, ja, ich denke, wir machen eine Timelapse. Und zwar werde ich hier jetzt die Säulen reinziehen. Auch hier werden wir an der Seite vielleicht noch ein bisschen Beleuchtung ranbauen. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich denke, die Wände müssen nicht unbedingt ausgeleuchtet sein. Das reicht schon völlig, wenn der Hangar hier ausgeleuchtet ist. Und wir sehen hier auch schon richtig viel. Ich finde das genial. Gut, aber wie gesagt, ich denke, ich hole mal eben ein bisschen Material. Für die Blöcke brauchen wir ja eh nur das Stahlzeug. Da ist das recht simpel. Auch da hatte ich noch welches produziert. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten die Timelapse, bauen hier die Säulen runter. 1, 2, 3, 4, 5 muss ich noch machen. Okay. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß.
So, ich würde mal behaupten, dass wir damit soweit fertig sind. Wir haben hier hinten noch so ein paar Blöcke, wie man gerade sehen kann, die noch vielleicht ein bisschen bearbeitet werden müssen. Aber das ist so Kleinkram, das mache ich zwischendurch. Ich habe hier bei diesen Säulen erst überlegt, ob ich das so lasse. Aber ich habe ja von vornherein gesagt, dass dieser Hangar nichts mit Symmetrie zu tun haben soll. Außer jetzt vielleicht diese Säulen oder so. Deswegen habe ich das einfach so gelassen hier. Sieht auf jeden Fall individuell aus, könnte man sagen. Und hier oben habe ich die Stützen dann einfach hier enden lassen. Eventuell bauen wir hier vorne dann noch so einen kleinen Torbogen rein oder so. Damit das wenigstens so aussieht, als würde auch dieser Bereich hier abgestützt werden. Weil hier ist jetzt die Stütze quasi auf dem Dach und das, ja, müssen wir mal gucken. Irgendwas finden wir da. Ansonsten sind wir auf jeden Fall gut vorangekommen. Also der Hangar an sich steht. Wir müssen hier und da nochmal so ein bisschen längs fräsen. Das sehen wir hier gerade. Das werde ich aber abseits der Aufnahme machen. Ansonsten muss ich mal gucken, ob wir hier bei den Säulen vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten einbauen. Vielleicht kleine Lichter oder so. Vielleicht auch in Rot, um halt die Grenzen von dem Hangar zu kennzeichnen. Je nachdem müssen wir mal schauen. Aber das sind so Kleinigkeiten, da werden wir uns auf jeden Fall später Gedanken drüber machen. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.